Nach ungefähr 2 Stunden ist das Intro von King's Bounty 2 vorbei und ich weiß ziemlich genau, was mich in dem Spiel erwartet. Wobei, ganz so richtig ist es auch wieder nicht, denn das hier ist keine klassische Einführung, sondern es geht vielmehr fließend ins eigentliche Spiel über. Also es gibt kein richtiges Tutorial, das mir Sachen beibringt und sagt, ab jetzt geht das richtige Spiel los. Nein, sondern es fängt ganz normal an und wird auch immer so weitergehen, nur dass mir am Anfang ein paar Sachen noch erklärt werden. Bevor es aber richtig losgeht, kann ich erstmal zwischen 3 Helden mit unterschiedlichen Hintergrundgeschichten wählen. Wobei, viel wichtiger noch, das sind alles unterschiedliche Klassen. Ava ist ein Krieger, die Magierin Catherine ist dabei und dann noch die Paladin Eliza. Ich habe natürlich Eliza genommen, weil sie ist Paladin und sie sieht cool aus. Ein bisschen schade, dass es nur diese 3 Klassen sind, aber hey, wer weiß, ob da nicht noch später was dazukommt. Und es geht auch direkt los. Ein kleiner Schriftzug sagt, wir sind hier im Four Cruces in den Hochlanden von Albion des Königreiches Nostra. Und wir sind eine Gefangene. Und was wir direkt feststellen hier, ist, dass die Lippensynchronität eher so mittel ist. Of course. But why do you ask? Danach kann ich schon direkt die Burg erkunden, aber wirklich viel gibt's nicht zu tun, also bin ich direkt zum Burgherrn gegangen. Der lässt uns dann ganz offiziell und ganz feierlich frei, weil ich die Rettung der Welt sein soll, was auch sonst. Warum das so ist und warum ich überhaupt im Gefängnis vorher gelandet bin, das wird alles noch ein bisschen im Dunkeln gelassen, beziehungsweise schon so angedeutet. Ich soll den König ermordet haben oder es zumindest versucht zu haben, aber dazu sehen wir später mehr. Jetzt kann ich mir an bestimmten Stationen nach und nach Truppen, Rüstungen und Zauber abholen und kann die Festung verlassen. Und draußen geht's dann in den ersten Kampf und der zeigt direkt die Besonderheit von King's Bounty 2, während nämlich die Erkundung sehr klassisch an moderne Rollenspiele erinnert, und zwar aus der Third Person nämlich, sind die Kämpfe rundenbasiert. Ich verklopp auf diesem wunderschönen Hexfeld die Wölfe und danach ploppt auch schon die erste Nebenquest auf. Der Zwerg Lestor sucht Hilfe. Are you from Crucis? Quickly, come with us. Run. Er und seine Kollegen wollen eigentlich nur arbeiten, aber dann kommen da so ein paar Menschen, die die Lande erobern wollen, im Namen der Menschen natürlich. Und hier wartet auch schon die erste Entscheidung auf mich. Soll ich die Menschen töten und den Zwergen helfen? Oder schließe ich mich dann doch den Menschen an und töte die Zwerge? Ich habe natürlich die Menschen gekillt, weil die Zwerge sind irgendwie cool und das war scheinbar auch, wenn es so etwas gibt, die richtige Entscheidung. Das waren nämlich merkwürdige Deserteure, die vor allem morden wollten und irgendwie hat mir das Spiel zu verstehen gegeben, ich habe ja alles richtig gemacht. Weiter geht's raus aus den Bergen, ich soll ja immerhin die Welt retten und ich treffe auf Golems. Ich kann die jetzt auch rundenbasiert abschlachten oder einfach den Magier, der sie erschaffen hat, aufsuchen und sie bitten wegzuschicken. Und weil ich ein schlechter Taktiker bin und sehr schwach, habe ich natürlich den Magier aufgesucht. Der war so nett, seine Golems dann nach einem kleinen Rätsel wirklich wegzuschicken und ich bin den Weg weitergeritten. Der Weg hat mich dann an einem Dorf vorbeigeführt, wo drin ein Skelett war, also ein lebendiges. Und dem habe ich dann geholfen, seine Heimat vor bösen Geistern zu beschützen, indem ich so Runen aktiviert habe. Argo, Vires, Imago. Aber natürlich war das nicht genug und ich musste die bösen Geister auch noch in einem Kampf vertreiben. Und ich war nicht besonders gut und habe ein paar meiner Truppen verloren. Ich hätte danach auch von dem Skelett noch seine Untoten rekrutieren können, aber ich hatte einfach nicht genug Geld. Die Straße weiter kam dann das nächste Gefecht gegen Monster und ich bin dann auf Fabian getroffen. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Nein, nicht der, sondern der Fabian. Und der hat dann auch schon die 3. Nebenquest des Spiels parat. Er berichtet nämlich von einer Burghexe und verschafft mir mit einem Portal Zugang zu einem völlig neuen Bereich. Hier muss ich erstmal ein paar Kristalle einsammeln, um eine Barriere zu öffnen und dann die Hexe besiegen, was tatsächlich ziemlich schwer ist. Auch hier habe ich wieder viele Truppen verloren und musste mir ständig neue nachkaufen. Deswegen habe ich auch immer so wenig Kohle bei mir. Aber hey, dafür lohnt es sich ja eben auch die Umgebung zu erkunden. Kurz vorm Ende dieses Gebiets löse ich nämlich noch ein kleines Rätsel, bekomme ein paar Items und ein bisschen Kohle. Generell, ich sammle sehr viel in dieser Zeit ein und danach startet das letzte Gefecht erneut gegen ein paar Deserteure. Have at them, boys. Take no prisoners. Bei dem ich ebenfalls ein paar Truppen verliere, aber immerhin endlich besser lerne, meine Zauber einzusetzen. Da kann ich nämlich immer pro Runde einen einsetzen, mal heilen, mal angreifen. Und so kann ich dann auch die Bösewichte erledigen. Who are you running from? Them? I told you not to be afraid. Und nachdem ich das erste Gebiet dann vollständig erledigt habe, lerne ich auch endlich den Grund kennen, wieso Eliza überhaupt im Knast gelandet ist. This path chosen one. Follow it to the end. Do not fear.
for I will meet you in the void. Don't let... Stop! Get her to Crucis. Ich stehe also wieder in dieser Halle und soll nun für den Sohn des Königs das Land bereisen und das Chaos beseitigen. Ja, das war's. Ich stehe jetzt halt vor diesem Königshaus und die Welt steht mir offen. Ich habe wieder zahlreiche Quests zu erledigen. Es geht halt einfach weiter. Und damit kommen wir auch schon zu den positiven Aspekten des Intros von King's Bounty 2. Die wohl wichtigste Erkenntnis aus diesen ersten beiden Spielstunden ist, dass dieses Intro ganz genau zeigt, was ich im Spiel mache und sogar mit welcher Gewichtung. Die Erkundung aus der Third Person macht beispielsweise einfach einen riesigen Anteil des gesamten Spiels aus. Die meiste Zeit laufe ich wirklich über die Karte, sammle Items ein, spreche mit Leuten und das tatsächlich wirklich komplett ohne irgendein Dialogsystem und erledige eben Quests. Und auch hier zeigt mir King's Bounty 2 direkt zum Anfang, wie viel es nebenbei zu tun gibt. Klar, ich kann einfach den Weg entlang gehen und direkt zum Ausgang marschieren, aber dann verpasse ich eben auch viele kleine Geschichten, die ich tatsächlich sehr unterhaltsam fand und die mich hier und da auch wirklich zu Entscheidungen gezwungen haben. Plus die Belohnungen waren auch jedes Mal sehr nützlich, egal ob es jetzt wirklich einfach nur mehr Geld war, von denen ich mir neue Truppen kaufen konnte, oder überhaupt die Möglichkeit, ganz bestimmte Truppentypen kaufen zu können. Das war schon echt cool, weil ich ja bei den Kämpfen auch wiederum gemerkt habe, dass ich diese Truppen mehr als brauche. Und ich weiß, die Grafik ist nicht mehr die frischeste, aber der Stil reißt es eben raus. Ich mag es, dass ich in der Ferne schon erahnen kann, wohin es geht und generell, dass die Welt sehr mit Points of Interest arbeitet. Und ja, selbst der Stil ist diskutabel, denn irgendwie wirkt es dann auch schon relativ austauschbar. Trotzdem, es wirkt doch sehr stimmig und hat zumindest mich relativ schnell reingeholt. Was ebenfalls nicht jedem gefallen wird, ich aber total super fand, war die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden. Denn nochmal, es gibt kein richtiges Dialogsystem, also ihr könnt nicht in irgendwelchen Gesprächen sagen, ja, ich werde dir helfen oder nein, ich mache das und das, sondern ihr müsst es wirklich machen. Im Beispiel bei den Zwergen und Menschen muss ich wirklich aktiv angreifen oder die Golems kann ich auch einfach attackieren und ignorieren, dass es eine andere Lösung gibt. Nur wenn ich wirklich was tue, ändert sich was. Und das finde ich prinzipiell ein sehr cooles Konzept, auch wenn ich natürlich nicht sagen kann, wie weit sich das hinterher auswirken wird. There's Witchstone and there are the Golems. Where's Rossum? Und damit schwenken wir auch direkt rüber zu den negativen Punkten. Und ich muss einfach nochmal die Lippensynchronität betonen. Ja, ich weiß, Technik ist nicht alles. Aber wenn das Spiel nur die englische Sprachausgabe hat, dann erwarte ich doch, dass wenigstens die halbwegs passt. Und das wirkt hier manchmal wirklich sehr ungelenkt und reißt dann in manchen Gesprächen doch wirklich sehr raus. Whilst my poison-struck father remains incapacitated, I must bear the weighty burden of the crown as keeper of the kingdom of Nostria. Zudem wirkt der ganze Anfang sehr, sehr holprig. Ihr werdet einfach reingeworfen, was prinzipiell ein gelungener Kniff sein kann, aber hier völlig unnötig ist. Ihr wisst schon aus dem Gespräch recht am Anfang, dass ihr die Welt retten sollt und ihr erfahrt in der Zwischensequenz nach dem ersten Gebiet nicht wirklich etwas Neues. Es wird lediglich noch einmal ausführlich gezeigt, wie das alles zustande gekommen ist, aber ihr erhaltet schlicht keine neuen Informationen. Ihr wisst schon von Anfang an, dass ihr den König versehentlich fast umgebracht habt. Ihr wisst auch von Anfang an, dass ihr die Welt retten sollt. Warum diese Sequenz nicht direkt von Anfang an gezeigt wird, um besser in die Welt einzuführen, das verstehe ich ehrlich gesagt einfach nicht. Aber selbst ohne das merkt man dem Spiel doch ein bisschen an, dass das Pacing sehr holprig wirkt. Hier eine Zwischensequenz, dann steht ihr da plötzlich rum. Der Schriftzug am Anfang ist auch irgendwie relativ unbeholfen. Es wirkt halt alles so ein bisschen low budget. Was nicht schlimm ist, aber ich bin wirklich der Meinung, hätte man hier ein bisschen Feinschliff dran gelegt, hätte das wesentlich mehr abholen können. Hinzu kommt, dass die Welt relativ statisch wirkt, weil doch vieles nicht interaktiv ist. Und wenn was interaktiv ist, dann leuchtet das ganz schön hervor. Ich weiß, dass das hier im Grunde genommen wie bei den Vorgängern ist, nur eben aus einer anderen Perspektive, aber es wirkt doch schon reichlich komisch, wenn die Welt so statisch bleibt. Das wirkt halt alles eher wie so ein Puppenhaus, anstatt wie eine lebendige Welt. Ebenfalls ärgerlich ist, dass die Rätsel doch sehr zu wünschen übrig lassen. Klar, grundsätzlich funktionieren die, ich muss zum Beispiel hier selbst herausfinden, welche Statue ich in welcher Reihenfolge drehen muss, aber es ist egal, weil rausfinden muss ich es dann doch nicht. Ich kann einfach so lange rumprobieren, bis die Lösung da ist, ein wirkliches Limit oder irgendeine Einschränkung gibt's nicht und die Möglichkeiten sind dann doch sehr überschaubar. Und das galt für alle Rätsel, denen ich begegnet bin. Warum dann überhaupt ein Rätsel an sich einbauen?
Und ich muss auch noch einmal kurz über das Kampfsystem reden. Denn hier steigt die Lernkurve ziemlich schnell, ziemlich steil an. Ihr kriegt zum Anfang eine Handvoll Infos, wie es so grundsätzlich funktioniert. Es ist rundenbasiert, man möchte meinen, es ist relativ einfach. Aber das Spiel verschweigt euch auch ziemlich viel. Es sagt euch zum Beispiel nicht, dass Höhenunterschiede ein großer Vorteil sein kann. Wenn ich meine Bogenschützen hier oben auf andere herunterschießen lasse, dann macht das mehr Schaden. Auch welche Truppen gegen welche anderen besonders gut funktionieren, das wird mir nicht verraten. Klar, es macht auch seinen Reiz aus, sehr viel selbst rauszufinden, aber trotzdem. Ich habe wirklich viele, viele Kämpfer verloren, weil ich das nicht wusste. Und wenn man da einmal drin ist, dann macht das auch verdammt viel Spaß. Es lohnt sich also, richtig Zeit da rein zu investieren. Ich würde mir nur wünschen, dass das Spiel ein bisschen mehr am Anfang an die Hand nimmt. Ja, und jetzt wisst ihr auch ziemlich genau, warum es mir so schwerfällt zu sagen, ist dieses Intro ein gutes Intro oder nicht. Denn eigentlich kommuniziert dieser Anfang von King's Bounty 2 ziemlich genau und ziemlich gut, was das Spiel eigentlich sein will und wie es über die nächste Zeit funktioniert. Aber streng genommen ist es nicht mal ein richtiges Intro und es hat eben auch so seine Makel, die wiederum auch fürs restliche Spiel gelten und damit wieder ein gutes Abbild davon sind. Machen wir es kurz, der Anfang von King's Bounty 2 ist ziemlich gut, eben wegen seiner Aussagekraft und eben wegen den vielen kleinen Makeln.